Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heretic. Letztes Mal sind wir hier so grandios verkackt an den Jungs hier links und rechts neben uns. Was, glaube ich, gerade nicht besser wird. Ja gut. So fängt man das doch direkt an. Das ist ein bisschen schlecht. Also, wir überlegen uns das Ganze nochmal diesmal anders. Ach ja, stimmt, das war die Aktion mit diesen Kackbrücken hier. Wo kommt der denn her? Wo kommen die denn alle her? Ich irgendwie mal gefühlt die halbe Belegschaft übersehen oder was? Oh ja. Das ist schon mal Munition, aber nicht, was uns wirklich hilft. Hilft vor allen Dingen. Können wir eigentlich diese Kack-Eier an diesen Kack-Idioten benutzen, die da so komische. Oh, das ist gut, das ist gut. Oh fuck, da sind wir ja schon wieder. Ups. Das ist. Geht das auf? Geht das auf? Gehst du auf oder du gehst nicht auf? Ist auf die Entfernung überhaupt irgendwas? Gut, einen haben wir schon mal. Uiuiuiui. Fuck, fuck, fuck. Uhuhuhu. Okay, warte, warte, Gamefights, Safe Game, das da. Puh. Ich hab eben komplett übrigens. Oh! Nicht euer scheiß Ernst. Fuck, noch mehr davon. Aua, 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 aua. Fick dich doch ins Knie! Wie viele sind da oben denn? Soll ich nochmal speichern gehen? Bleibt mir fast nur noch der Panikknopf übrig. Hallo? Ach, man kann hier rumlaufen. Mhm. Waren die Türen eben auch schon auf oder sind die erst aufgegangen, als wir da vorne die beiden Dickköpfe platt gemacht haben? Okay, insgesamt waren das also drei davon. Das da oben sieht aus, als wenn man da irgendwann mal rein sollte, könnte. Praktisch sind die Dinger jetzt auch aufgegangen. Ja, genau. Pack halt den Stab direkt rein. Oh, scheiße. Fick doch die Wand an. Jungs, sucht euch doch mal ein Hobby. Was vielleicht nicht beinhaltet, mich umzubringen. Wie soll ich den Kack-Oger da oben jetzt platt machen? Was haben wir überhaupt noch an Waffen? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen das Ganze so. Huh. Haben wir noch so einen Teleporter? Nein, gut. Panikknopf. Ja, hier frisst mein Flammenwerfer. Ah, brenne. Brenne. Frisst mein Feuerpissstrahl. Das ging doch sogar mal.
War doch gar nicht so anstrengend. Was beschwert ihr euch denn so? War doch einfach. War doch I. Achso, das ist ein Secret. Kann ich vielleicht irgendwas haben, was nicht scheiße ist? Kann man da irgendwie rein? Ich meine, da unten geht's hier irgendwie nach rechts. Vielleicht irgendwie hier rum und dann hier rum. Hallo? So, ich habe komplett die Orientierung verlassen. Genau. Verloren, da ich nicht mal mehr weiß, was wir in der letzten Aufnahme alles gemacht haben und wo wir eigentlich verreckt sind. Ich weiß nur, dass ich jetzt, weil ich wieder speichern könnte, nachdem wir diesen komischen Minotaurus da platt gemacht haben. Gut, also. Hier war das Ganze nochmal ganz von vorne an. Also, wir kamen hier so her. Hier waren noch so ein paar Leute. Oh, hier ist noch ein Secret. Easy. Das nehmen wir ja gerne mit. Besonders bei Munition umsonst. Ich meine, hey, da beschwere ich mich doch nicht. Außer, dass ich mich jetzt wahrscheinlich verlaufen habe. Nein, doch nicht. Okay, also wir finden alles, nur nicht das, wo ich eigentlich lang will. Das ist auch schon mal gut. Da waren wir gerade schon, lieber Vortex. Da waren wir gerade schon. Nein. Wie müssen wir hier erstmal rübergehen? Die Lage verpeilen. Ach so. Ach so. Ach so. Das hängt einfach mal so. Okay. Einfach nur zum Chillen hier oben? Nee, ja, gut. Ich erwarte ja eigentlich schon, dass wir irgendwie jetzt einen Schalter oder sowas noch finden müssten, damit die anderen Türen hochgehen. Ich habe es komplett vergessen. Ich habe, wie gesagt, die komplette Aufnahme vergessen. Da habe ich mich eben gewundert. Ich wollte nämlich eben anfangen mit dem ersten Level von diesem Kapitel. Ich denke mir so, hä, das kennst du doch? Guck erst einmal die kompletten Folgen durch, also so gefühlt durch, die ich halt hochgeladen habe. Ich denke mir so, hä, die tauchen alle gar nicht auf. Dann habe ich nochmal wieder ein zweites Mal aufgenommen. Dann ist mir, während ich dann diese Aufnahme gemacht habe, eingefallen, so, Moment mal, vielleicht hast du ja noch irgendwo Aufnahmen rumfliegen. Guckst du nach, denkst mir so, ja gut, das ist genau das, was ihr hier machen wolltest. Was einem aber trotzdem nicht hilft, weil... Ich habe mir das echt scheiße überlegt mit dem Weg hier durch. Stimmt ja, hier gab es diese komischen drei Türen, die habe ich ja komplett vergessen. Okay, jetzt haben wir das beides auf, damit wir jetzt hier wieder durchstiefeln können. Damit jetzt hier die Jungs und Mädels ihre Brücke haben. Oh, warte, das ist ein Grund zum Speichern. Wir haben Grund zum Speichern. Nö, du behältst deinen kleinen Kopf bei dir, den möchte ich nicht sehen. Uiuiui, ist okay, ich gehe wieder raus. Komische mutierte Kartoffelsäcke. Sterbt. So, also. Aha. Okay, gut. Eben. So, hier sind wir letztes Mal, glaube ich, krepiert. Ja, genau, an den Typen da.
Gut, nur dass wir diesmal mehr Munition haben, glaube ich. Das da oben ist der blaue Schlüssel. Einfach mal reinholzen, irgendwas treffen wir schon. So, die eine Seite haben wir dann schon mal. Die Flaschen schweben heute wieder hoch. Also, ach, hier kann man ja rein. Relativ wenig Party. Diese Tür geht bestimmt noch auf, dann haben wir wahrscheinlich ziemlich viel Party. Wahrscheinlich mehr Party, als wir eigentlich wollen. Das ist mir zu ruhig hier, das gefällt mir nicht. Ich höre was aufgehen hören. Erstmal irgendwelche planlosen Schalter drücken. Ach, es sind die Teile runtergegangen, okay. Die Wand ist immer noch zu, das glaube ich ja schon fast gar nicht. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Ich reich mir jetzt, ich will wissen, wer Quicksafe ist. Safe Game. Wie wär's mit F5? Und Load Game F6. Nicht ganz das, was ich mir unter dem Quicksafe vorgestellt habe, aber okay. Das kürzt eigentlich exakt nur einen einzigen Punkt ab. So, also einmal hier, 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 hier. Da, 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 so und. Hallo? Au. Ich vermute, dass jetzt bei den großen, bei den Dickköpfen was aufgegangen ist. Ne, warte, wir haben hier noch eine Brücke. Uiuiui. Easy! Sieht fast so aus wie die ganzen anderen Gänge, nur dass das hier wahrscheinlich ganz schön auf die Fresse gibt. Ja, das dachte ich mir. Oh. Hallo? Hallo? Schick. Huchala, was wollt ihr denn alle hier? Das ist mein Gang, hier habe ich mir alleine ge... Uiuiuiui. Schick, was es hier so alles gibt. Das ist ja unglaublich. Hallo? Überraschung. Oh fuck! Das war so nicht gedacht. Oh kacke. Nee, tschüss.
Okay. Geh runter, Treppe. Ui. Oh, schau mal an, wo wir sind. Ist das Ding hier hinten auf? Nö. So, okay, ich habe mich jetzt komplett verranzt. Wir sind ja irgendwie... Was auch noch recht zu sterben. Dann sind wir jetzt hier so durchgewatschelt. Oh fuck. Die Ecke hier unten kennen wir ja. Da haben wir ja schon mal aufgehoben. Okay, da müssen wir am Ende rein. Und uiuiui, guten Tag daher. Über die Dame, ich bin mir nicht ganz sicher bei den Bademeistern. Und da noch machen und dann da noch. Und dann ist das da auf jeden Fall runter, aber. Erstmal schießen auf den Fluggänge, genau. Hier sind so viele schöne Dinge bestimmt zum Einsammeln. Die man sonst bereut, nicht eingesammelt zu haben. Schön. Schön. Huchala, Huch, Hilfe. Hallo? 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 So, da wir nicht wissen, was dahinter ist. Hallo? Ist ja fast zu einfach. We did it. Sepulcher. Easy. So, also, kurz ein paar... Diese komischen Dinger hier benutzen wir eigentlich auch nie, um die mal irgendwie in den Weg zu legen, damit die Viecher da reinrennen. Boom. Huch, geht einfach auf. Okay, das geht nicht auf. Time Bomb of the Engines. So, hallo, ihr da oben. Ja, ihr dachtet, ihr hättet heute einen freien Tag, aber nee, du. Hier ist noch ein aktionslustiger Tourist unterwegs. Da müsst ihr dann nochmal dran. Och, so Gott, die stehen ja alle da oben. Ja, war ja klar. War ja sonst so einfach gewesen. Also gut. Let's do this. Die kommen schon noch rein. Ja, kurz bevor ich davor stehe, ja, Herr Sackratte. Da geht die Tür auf, weil ich davor stehe, nicht weil die davor stehen. Ach, fick dich doch mit dem Kackstrahl. Ein kurzer Teleporter, vor allen Dingen. Ich hasse diesen Raketenwerfer, der ist doch toll, aber der ist auch irgendwie scheiße. Wieso, wenn ich den Typen da oben umbringe, kommt der Soundeffekt da? Das ist verwirrend.